So, da kommen wir auch schon zum ersten Preis in der Kategorie Sportstar. Wir hatten ihn schon letzten Jahr hier auf dem Podium, da ist er wieder. Anatol Ekbuna. So, Anatol Ekbuna mit einer Sportster. Und wir sehen im Moment in dieser Kategorie alle drei Bikes auf grobstolligen Reifen. Ich weiß nicht, sollen denken die Jungs, dass das Wetter in Hamburg so scheiße ist, dass sie nur noch mit Geländereifen durchkommen? Ja, die Mädels wissen gar nicht, wo sie zuerst hingucken sollen. Hier ist natürlich der Preis, das Gesamtkunstwerk hier, gesamte Harmonie. Anatol, erzähl uns was zu deinem Bike. Ja, das ist eine 2003er Sportster gewesen, ein Kundenauftrag, so umgebaut. Grobstollige Räder vorne, 150er, 180er hinten, Krüger und Jünger Aluminiumschwinge, Crosser, Bar, also Lenker und eine schöne matte rote Lackierung. Also alles wird im Haus Custom Metals gemacht, das heißt drehen, fräsen, dengeln, alles außer die Lackierung kriegt man aus einer Hand. Und das Einfachste ist, glaube ich, hier der Tankdeckel. Ich glaube, den hast du auf dem Sanitärgroßhandel, oder? Ja, der ist aus dem Bauhaus. Hier aus dem Bauhaus und hier vorne auch noch der Öltank. Also rundum gut gelungen und damit ein verdienter erster Preis an Anatol in der Kategorie Sportster. Herzlichen Glückwunsch. Super Geschichte, wunderschönes Bike. Mit der Kategorie Touring Bikes, die Bagger Class. Und das hat sich ja die letzten Jahre bei Harley-Davidson wirklich geändert. Früher hat man immer gesagt, so diese Touring-Bikes, die E-Gleiter, das ist was für alte Leute, für alte Männer, die nicht mehr so den Wind im Gesicht haben wollen. Inzwischen hat Harley da richtig nachgelegt und auch die Customizer haben richtig nachgelegt.